Wir alle haben eine Geschichte. Aber wodurch sie sich unterscheiden, ist nicht, wie sie enden, sondern vielmehr der Ort, wo sie beginnen. Ich und das Mädchen, meinst du, wir haben eine Zukunft? Klar, wieso denn nicht? Naja, sie ist eine Katholikin. Du weißt, wer du bist. Du bist Buddy aus Belfast, wo alle dich kennen. Und die ganze Familie auf dich aufpasst. Sei brav, mein Sohn. Und wenn du nicht brav sein kannst, sei auf der Hut. Das ist und bleibt doch so. Wir wollen das Viertel ein bisschen bereinigen. Du willst bestimmt nicht der Ausgestoßene in der Straße sein. Rühr meine Familie an und ich töte dich. Waren es die von unserer Seite, die das getan haben? Es gibt nicht unsere und deren Seite in unserer Straße. Zumindest ist es bisher nicht so gewesen. Wir leben in einem Bürgerkrieg. Jetzt können wir über einen Neuanfang nachdenken. Meine Mami sagt, wenn wir nach England gehen, werden die Schwierigkeiten haben, uns zu verstehen. Das ist überhaupt kein Problem, Junge. Ich bin mit deiner Granny 50 Jahre verheiratet und habe sie noch nie verstanden. Sag, was du willst. Ich will, dass du und meine Granny auch mitgehen. Ist die verdammte Religion. Und wieso schickst du uns dann zur Kirche? Weil Granny mich umbringt, wenn ich's nicht tue. Wir sind nicht taub, wisst ihr? Wie könnte ich Belfast verlassen? Sie werden von allen gemocht und es passt immer einer auf sie auf. Belfast ist noch immer da, wenn ihr zurückkommt. Und du? Ich werde auf jeden Fall immer bei dir sein. Die Iren sind fürs Auswandern geboren. Sonst gäbe es im Rest der Welt ja gar keine Pubs. Was willst du denn? Ich will, dass meine Familie bei mir ist. Ich will dich. Du weißt, wer du bist. Und wo immer du hingehst. Und was immer du mal wirst. Das ist und bleibt doch so. Brav sein. Und wenn du nicht... Und wenn du nicht brav sein kannst, sei auf der Hut.